Okay, dann gehen wir mal nach draußen und gucken mal, ob wir mit unserem Empfänger-Lokalisierer irgendwas finden. I can't see anything with my naked eye, but maybe the localizer will help. The sheriff probably went for the bridge. That's where I should start looking. Gehen wir mal dahin. Düt, 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 düt. Jawohl. There, across the bridge and hold up in the woods. Ah, Fußspuren. Ach, the sheriff must be nearby. I'll check the area around the bridge. Ah, hier vorne. And? I'm on the right track. Ist das? Ist kein Blut, oder? Nee. Tower. Hillside Inn, Shore. Da wollen wir ja eigentlich nicht hin. Da war ich schon, da will ich nicht nochmal hin. Das muss nicht sein. Aber wir gucken uns hier trotzdem mal kurz um. Aber wir müssen tatsächlich hier längs. Ja, nein. So, wir folgen dem. Ja. Müssen zum Turm. Dann gehen wir mal Richtung Turm. Ja, natürlich, natürlich. Es ist reiner Zufall, was ihr in den Packung bekommt. Da kann man sich leider nichts aussuchen. Nee, mach die mal nicht lauter. Ich glaube, da gibt es Steigerungsstufen, dann fallen dir die Ohren ab. Ja, weiß ich nicht. Also ich kenne die ja auch noch alle gar nicht. Aber es kann gut sein, dass halt einige lauter als andere sind. Das kann sehr gut sein. Und ich glaube, ich laufe mich hier um Kopf und Kragen. Ich habe mich ein bisschen verfranst. Ich nicht auf. Die bekomme ich nicht auf. So, jetzt geht's stark nach oben. Irgendwo da drüben. The signal is stronger. I'm getting close. Firewatch und zur Kirche oder Kapelle. He went up and cut the rope. Maybe I can find a side passage. Völlig. Wir müssen wieder irgendeinen anderen Weg folgen. Ah. Aber das mag ich schon wesentlich lieber hier. Es ist doch deutlich, deutlich entspannter, muss ich sagen. Ah, die Geisterwelt, die ist wirklich sehr uncool. Die raubt mir nämlich noch irgendwann die letzten Nerven. Ach, die Brücke, die kennen wir doch schon. Die war kaputt. Okay, jetzt ist sie heil. David, Emma, me, and my parents, and the movers. Who else knows our location? Someone from the office. Did Emma blurt it out to some friends? I don't think so. And I was cautious. I didn't leave any trail. Fuck, why can't I crack it?
Ja, wir leben natürlich hier außerhalb der Wildnis, weil wir ja früher bei der CIA gearbeitet haben. Und denn hier unsere Ruhe finden wollen. Und nicht in Boston. Wobei ich mir eigentlich vorstellen kann, dass man in einer Großstadt eher untertauchen kann als hier irgendwo in der Pampa. Weil ich meine, wer ist hier denn schon? Der nächste Nachbar ist irgendwie 1000 Meilen entfernt. Find a way to electric fence. What is it doing here? Okay, kann ich nicht einfach, ich kann doch einfach die Kabel rausreißen. Ich folge mal dem Roten. Where could these wires lead? Ach, natürlich. One down, but there's more. Es reicht auch, wenn nur einer down ist. Dann ist die Spannung da auch schon weg. Na gut. Folgen wir halt dem Blauen. Ich mag Blau. Am liebsten habe ich aber Lila. Wie mein Pullover. Wo gehst du hin? Blaues Kabel, es ist so weit, es ist so weit. Da, nach oben. Wo ich natürlich nicht raufkam, ohne irgendeine Kiste hier hinzuziehen, oder? Wer macht denn sowas? Kann ich das hier hinziehen? Nee. Kann ich von hier? Ach, okay. Noch so eine Jump-and-Run-Einlage hier. Second one done. I think there's just one left. Ja, jetzt dürfen wir wieder komplett zurückrennen. Frag mich, warum die Musik manchmal so dramatisch wird. Eigentlich überhaupt nichts los. Tippitoppi und wir müssen das wieder. Uah, oh, nochmal. Oh. Jetzt in die andere Richtung. Es ist echt ein bisschen komisch mit der Steuerung. So, mal muss ich nach vorne ziehen, mal nach hinten, mal zur Seite. Haben wir noch unseren Haken? Jawohl. Was war das denn? Oh, ouch. Geh weg. Nur das Ding hier ausmachen. Hallo? Hallo? Ernsthaft? Muss ich die hier auch noch wegschieben? Okay, ich krieg das Ding nicht aus. Und krieg das Ding nicht aus. Okay, ist das Buggy? Leute. Hoffe ja nicht, ne? Ich bekomme das sicher aus. Ich kann den nicht runterziehen. Ich kann auch nicht nach oben. Nach links geht nicht. Nach rechts geht nicht. Also jetzt nach links und jetzt nach rechts. Geht nicht. Hoch geht nicht. Runter geht nicht. Im Kreis geht auch nicht. Ich bekomme den Knüppel nicht runter.
Er bleibt steif. Er bleibt steif oben stehen. Wie widerlich. Komm, Schlaffi, geh mal runter hier. Was ist denn los? Okay, ja. Was mache ich denn jetzt am dümmsten? Ich glaube, das heißt, Spiel neu laden, oder? Ja, bringt ja anscheinend nichts. Letzten Checkpoint laden. Müsste denn ja eigentlich, ich hoffe, wenn der Checkpoint richtig gespeichert wurde, dann hoffe ich nach jedem Wire, den wir gemacht haben. Ansonsten werden wir jetzt direkt zum Grün gehen und versuchen, den einzuschalten. Okay. Electric fence. What is it doing here? Okay, wir müssen alle noch mal ausschalten. Na gut, dann gehe ich mal direkt zum Grün und schauen, ob das noch mal funktioniert. Falls nicht, muss ich das Spiel einmal beenden und komplett neu starten. Also das wäre jetzt eigentlich so das Letzte, was mir einfallen würde. Oder muss ich hier unten noch irgendwas machen? Nee, ne? Nee, ich müsste den ja eigentlich direkt rausbekommen. So, ich schmeiß die Kiste direkt runter. Ey, ich kann den nicht ziehen. Wieder hoch. Okay. Der Taste, in der anderen Taste. One down. Okay. There's more. Mit der Pfeiltaste, mit der Pfeiltaste ging das eben. Hab den gegrippt mit der Maustaste und dann mit den Pfeiltaste runter konnte ich den Schalter dann nach unten schieben. Mit der Maus funktionierte das aber nicht. Ah, das ist natürlich doof. Wenn ich da jetzt nicht ein bisschen rumgedrückt hätte an der Tastatur, dann hätte ich wahrscheinlich das Spiel sogar neu gestartet. Und wenn ich das dann wenn das dann immer noch nicht funktioniert hätte, wenn wir wieder im Spiel drin sind, dann hätte ich es wahrscheinlich gar nicht erst weitergespielt. Und wir nicht rausgefunden hätten, dass ich das mit den Pfeiltasten machen kann. Dann hätte ich das wahrscheinlich gar nicht weitergespielt und wahrscheinlich erstmal geguckt, ob es da im Internet irgendeine Lösung für gibt. Ja, hier. Okay, an dem Schalter funktioniert das. An dem funktioniert das mit der Maus. Wie an dem anderen auch. Ah ja. Ah, aber trotzdem schön beruhigend. Das freut mich. Das finde ich auch so das Schöne an dem Spiel, dass es eine schöne Abwechslung gibt zwischen den Horror-Part und halt diesem Part, der eigentlich mehr rätsellastig ist und eher ruhiger Natur. Und dass sich das so ein bisschen die Waage hält, das finde ich sehr gut gemacht in dem Spiel. That was the last one. I won't be electrocuted now. Ja. Okay, jetzt kann ich den hier auch noch runterziehen. Ja, yep, und er speichert. Das finde ich gut. Folge dem Localizer. Das machen wir. Zu sehen, dass wir dahin müssen. Aber da sieht es auch schön aus. Okay. 19%. Wir müssen doch darunter. Ach, das soll der Tower sein? Was zum Henker?
Ich aber nicht auf. Das soll der Turm da oben sein. Aber sehr hoch aus. Warum steht denn da so ein hoher Turm, so mitten in der Pampa? Also, für was? Zum Jagen wohl eher weniger, oder? Da soll das die Firewatch sein. Das kann natürlich sein, dass dort Leute drin sitzen, um Waldbrände zu sichten. Damit die schnell gemeldet werden können. He was in this building, but the door is locked now. I'll follow him some more. Ah, natürlich ist die Tür verschlossen. Und die wahrscheinlich genauso. Ja. Verständlich. Da komme ich auch nicht rüber. Okay, dann folgen wir weiter dem Localizer. Der uns sagt, hier entlang, ab zum Turm. Signal is coming from the tower. Ja, da gehen wir dann mal hoch. Bin gespannt, bin gespannt. Kein Kuckuck drin. Damn, I'm not really scared of heights, but I better be careful. Oh, nicht hier durchgucken? Oh, tatsächlich. I shouldn't have left her alone again. Von hier aus wurden wir garantiert auch des Öfteren beobachtet. In unserem Haus. Obwohl wir da natürlich gerade erst eingezogen sind, aber die schien hier ja schon länger zu sein, ne? Also schon genau gewusst zu haben, dass wir dort einziehen werden. Wir haben wahrscheinlich wirklich alles beobachtet. So, aber wir haben hier jetzt 9100. Anomalie entdeckt. So, warte mal. Hier irgendwo ist noch eine andere. Okay. Ah, da haben wir sie. Blöb. Was? Mucksmäuschen still. I was right. He's not here. I should look around. It looks like he was hiding something in here. Ja, wahrscheinlich dahinter. Und das blinkt nämlich so verdächtig. Ein Schlüssel. Kevin, ich hoffe, dass ich damit die Tür zur Hütte dort unten öffnen kann. This must be the key to the house. Let's see what he's hiding there. Lass mich vorbei. Okay. Ja, in der realen Welt gibt es ja eigentlich nichts zu sammeln. So Petroleum, Streichhölzer und so. Das gibt es ja eigentlich immer nur in der Horrorwelt. Zumindest bisher. Okay.
Dann gehen wir mal in die Cabin in the Woods. Im Prinzip ist das ja fast ein ähnliches Horror-Szenario hier. Wie in dem Film. Ich weiß das gar nicht. Kann ich damit die Tür aufschließen oder das Tor? Wahrscheinlich eher die Tür, ne? Oh. We must find out how to open that goddamn basement. Okay, dann wird man nicht ein Schlüssel. Okay, so I'll storm in and give the guy hell until he tells me everything. I just hope his English is better than my Russian. Ich verstehe diese Steuerung nicht, ey. Motherfuckers, they know everything about us. Everything. Fuck, they've been watching our every move. Even here, where we were supposed to be off their radar. Ah. B, C, D, alles Fragezeichen. Where can I get the password? The door is locked. Enter the password. A, B, C, D. Eingabe, Leertaste auswählen, WSD navigieren. Passwort, Zurücksetzung in 10 Sekunden. Okay, ja, wissen wir natürlich nicht. Das müssen wir jetzt erstmal rausfinden. So, was haben wir denn hier? Plus 3 minus 1. I better check what this lever is for. Warum konnte man das gerade zuziehen? Ist das Silverbitch? Oh. Alter. Döni Mann. Okay, ich. Oh. Ja, ich hab's gemerkt. Ich hab's gemerkt, vielen Dank. Okay, in den anderen Raum gehe ich gleich noch mal rein. My gut tells me someone has written something here. I can't make it out. There must be a way to unravel. Das ist ein Weg, dieses Rätsel zu lösen. Okay, irgendwas wird da in Geheimschrift draufstehen. Meine Intuition sagt mir, dass er versucht etwas mitzuteilen, aber ich kann die Wörter nicht lesen. Ich muss sie zuerst entschlüsseln. Okay, dann nehmen wir das mal mit. Haben wir hier? Someone has marked certain pages. Das lese ich jetzt nicht alles, liebe Leute. Das tut mir leid, das lese ich jetzt nicht alles, das ist doch ganz schön viel. Diese Art von Tinte kann in folgenden Unterarten unterteilt werden. Tinten, die durch Wärmeeinwirkung sichtbar werden, Tinten, die durch chemische Reaktion sichtbar werden, Tinten, die unter UV-Licht sichtbar werden, Tinten, die die Beschaffenheit des Papiers ändern. Okay, also haben wir 4 Möglichkeiten. Entweder wir geben das Blatt Papier unter Wärme, machen eine chemische Reaktion, UV-Licht, aber die Beschaffenheit hat sich ja auch nicht verändert. Also nur 3 Dinger. In diesem praktischen Leitfaden, okay. Also Wärme, UV-Licht. Maybe I should check what this button does. UV-Licht, alles klar. Okay, dann weiß ich jetzt auch, was ich da machen muss.
Dann machen wir gleich die Fenster dann noch zu, damit das hier abgedunkelt wird. Vorher gucken wir aber nochmal hier rein. Alter, den Schrei habe ich bis aufs Klo gehört. It works. I'm starting to make out the letters. PC1. Kann ich jetzt auch nicht mitnehmen. He's marked the places with the relays on the map. It seems I've gotten rid of them all. So we had been bugged all along. Fuck me. Aha. Okay. Wir haben anscheinend alle. Geheime Notizen eines sowjetischen Spions. Er hat jede meiner Bewegungen überwacht, aber warum hat er auf diese Weise darüber berichtet? Und warum hat er manche Buchstaben klein geschrieben? A hat etwas unter einem Brett gefunden, als er einige Kartons zum Dachboden brachte. Was er gefunden hat, ist viel wichtiger, als er vielleicht denkt. E. Sieht manchmal aus, als ob sie Angst vor etwas hat. Sie war es, die unbedingt umziehen wollte. Er hat mit D gesprochen, tappt aber noch immer im Dunkeln. Auch eine weitere Person hat Verbindung zu D aufgenommen. Sagen wir mal, ich habe überall Augen und Ohren. Das war wirklich merkwürdig, warum man manche Buchstaben klein geschrieben hat. Am BG. Teilweise auch zwei Buchstaben in einem Wort. Wirklich merkwürdig. Okay, Gegenstand haben wir mitgenommen. Notizen über Adam und Emma. He is still confused. Warum kann ich denn das nicht lesen? He doesn't know what my actions mean. Means he doesn't understand why I'm doing all this. He thinks I've got bad intentions. He thought something happened to him. Called for help. In critical moments, it's easier to expose someone's true intentions. I can see and hear everything. No detail can escape my noise. Konzern, bla 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 bla. Okay, also scheint er gar keine bösen Absichten zu haben, weil wir selber überhaupt nicht wissen, was hier vor sich geht und er beobachtet uns nur, weil er uns beschützen möchte? Ich habe keine Ahnung. Okay, wir machen das jetzt mal alles zu und dann gucken wir mal. D. 3. Okay, C war. PC1 ist das V. Ah, okay, ich muss hier A, alles klar. Was zum Henker? A3? Kann man das? Was ist denn das D? Er lag bereits auf der Lauer, als wir hier ankamen. Alle drei? Wusste dieser Mistkerl sogar, dass wir ein Kind erwarten? Ja, anscheinend. Alle drei sind unversehrt angekommen. Ah, D2. Okay. Also C1, A3. Und das soll dann wahrscheinlich das B sein, ne? Auch B1. Aber was heißt das Plus? Warum ist das Plus so eingekringelt?